Guten Morgen, wir sind hier auf der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft. Das ist hier einer der möglichen vielen Eingänge. Und es sind so viele, weil wir hier schon am Lageplan sehen können. Die ganze Location heute ist rund. Gucken wir mal kurz rein. Seht hier im Zentrum ein zentrales Element, das sofort den Blick auf sich zieht. Das ist das Cinema, also das Kino, in dem, wie wir schon sehen können, auf diesem Screen da drinnen, Filme vorgespielt werden oder natürlich dann auch während des Turniers irgendwie Live-Features, auf denen man sehen kann, was gerade so sich abspielt auf dem Turnier beziehungsweise im Main-Event. Wenn man jetzt um das Cinema herumläuft, sieht man hier Player-Profiles von allen Spielern, sowohl, das ist übrigens hier Wei Haoshi, er ist schon das dritte Mal hier auf der Weltmeisterschaft, wenn wir uns recht entsinnen. Dann gibt es hier auf jeden Fall noch, da steht Regionals da oben, bisschen schwer zu lesen durch das Licht. Dragon Duel, eine Parents Corner, wo wir die Eltern unterbringen. Und das ist hier die größte von allen Stages auf Yu-Gi-Oh! Turnieren. Das ist nämlich die Stage, also die Bühne für die Weltmeisterschaft 2011. Blaue Tische sind das Videospiel, rote Tische sind das Kartenspiel. Ihr seht schon, so viel Platz ist hier nicht. Wir brauchen aber auch nicht mehr, weil es sind nicht so viele Spieler. Es sind nur ein bisschen über 20. 4 aus Europa, 6 aus Nordamerika und so weiter und so weiter. Ja, dann gibt es noch ein paar Special-Sachen an der Seite. Beispielsweise kann man einen Token kreieren lassen. Hier kann man ein bisschen das Videospiel ausprobieren oder gemütlich rumsitzen. Und jetzt kommt der interessante Teil. Hier kommen wir nämlich zum VIP-Zelt. Vorbei am Platz für die Coverage. Das ist hier. Und das ist jetzt der Platz, an dem sich die Spieler aufhalten werden während des Events, zwischen den Pausen. Es ist relativ kühl hier drin, einfach weil auch draußen das Wetter wieder sehr kalt ist, ähnlich wie in Deutschland, regnerisch und schwül. Ihr seht, hier ist super viel Platz, also hier hätten wir nochmal ein eigenes Turnier machen können. Es gibt so ein paar Meetingräume hier, die so abgetrennt sind und Ventilatoren, die heute wohl nicht gebraucht werden. Ursprünglich dachte man, oh mein Gott, in diesem Zelt wird es furchtbar heiß werden. Und tatsächlich wird es wohl eher furchtbar kalt, oder ist es furchtbar kalt hier drin. Also nicht so furchtbar schrecklich, aber es ist auf jeden Fall nicht warm. Und jetzt hätte man fast eher irgendwas zum Aufheizen gebraucht. Aber ihr seht schon, eine richtig coole Location mit diesem zentralen Kino. Und wir sind wirklich gespannt, was das heute werden wird. Ob wir vielleicht das erste Mal einen deutschen Weltmeister sehen werden. Bisher die beste Platzierung von Deutschen auf der Weltmeisterschaft, der dritte Platz, den David Kretschmer mal geholt hat. Ich glaube, es war 2005. Und Adrian Madai, deutscher Pole, wie er gerade immer so lustig ist, wie er gerade Lust hat. Und der hat auch mal den dritten Platz geschafft. Ich glaube, muss 2006 gewesen sein, weil er hat sich auf der Europameisterschaft qualifiziert für das Turnier. Genau. So, das war es erstmal, unser erster Eindruck von der Weltmeisterschaft. Hier seht ihr auch das DS-Symbol, links neben dem Namen, im Vergleich zum Kartenspieler-Symbol. Das ist natürlich mega eindeutig hier. Genau, das ist die Venue, die Location für die Weltmeisterschaft 2011. Es geht hier bald los in 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann machen wir natürlich, wie immer, Live-Berichterstattung für euch und zeigen euch, was sich hier genauso abspielt.